Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Danny 1812-1985 aus dem Clan S-Leo mit den E-75-9er Heavy der deutschen Fraktion auf Prokhorovka, meiner Lieblingsmap. Im Süden gestartet, 9er, 8er, 7er Battle. Und wir haben hier 4 9er, 5 8er, 6 7er, unter 6 Heavys, 3 Mittelradpanzer, 4 TDs. Ein Light und 0 mal die Arti, das wird alle freuen, besonders die Heavys hier, dass hier keine Artis dabei sind auf dieser offenen Karte. Ja, schöne Tarnung da drauf, ich glaube von Frankenstein-Event ist das, ne? Diese Tarnung mit diesen Blitzen drauf, so gesagt, mit den Mustern. Ich glaube, eine Gunmarker da drauf habe ich schon gesehen, schon die drei Ringe blitzen sehen, so fährt hier auf die Position F5 und schon mal peilt diesen Hügel an. Da haben sie hier einen Zug gebildet mit dem Jiminator aus dem Clan JFC. Tja, weiß nicht, ob der wirklich John F. Kennedy heißt, der Clan. Nein, wird er natürlich nicht heißen, aber ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut. So, schauen wir mal. 0:1 steht es schon. T43 ist raus bei uns. Nicht 34, sondern 43. Ja, und ja, wie gesagt, der Jiminator bedient den Emil 2-9er Autoloader Heavy der Tschechen. So. Centurion. Ja, abgeprallt 5-1. Leider nicht penetriert. Reloadzeit sehen wir hier 12,6 Sekunden. Einziehzeit 2,3 Sekunden. Ja, Munitionsverteilung. Jetzt einen fetten Hit auf den Somoa SM. Schon mal 570 eingeschenkt. Schöner Highroll. So, das Somoa antwortet mit 260. Oh, da geht der Emil 2 schon raus. Was hat er denn angestellt? Da ist wohl zu weit nach oben und hat gepiekt und wurde leider rausgenommen. Ja. Hat sich der Zug nicht gelohnt. 0:3 schon. So, und wieder prallt er ab, sind bei den Centurion 5-1. Ja, Munitionsverteilung 14 mal AP Standardmunition, 530 Damage, 246 Durchschlag, 20 mal APCR Premium Munition mit 311 Durchschlag und 2 mal HE mit 670 Damage, 65 Durchschlag. Ja, Tiger, Quatsch, wollte jetzt schon sagen, Tiger 2, nein. Ne? E75, kleinen Buff bekommen, ist auch wieder spielbar geworden, besonders hier ein als Hightier, ne? Das sowieso macht sowieso Freude mit diesem Panzer, auch der Tiger 2, der 8er ist auch ein bisschen besser. E100 ist eher, naja, muss, hätte ein bisschen mehr gebraucht an Buff, aber ist auch ein bisschen besser geworden. Aber wir sind jetzt hier beim E75. Schöner Panzer. Ich habe ihn auch. Ich glaube, das war die zweite Reihe, die ich überhaupt erfüllt habe. Erst habe ich natürlich IS-3, also die IS-Baum, den russischen Heavy und den deutschen Heavy-Baum. Ja, bin dabei auch großartig geblieben. Habe jetzt ein bisschen die Franzosen noch aufgebessert und naja, ist egal. Wir gucken jetzt erstmal den Danny hier über die Schultern. Diesmal schöner Damage auf den Centurion 5-1. So, wir sind bei 1059 Damage, 230 geblockt. 3:6 steht es, 3:7. Ja, Emil 2. Quatsch. Oh, was denn nun jetzt hier? E75. Ja. 40 km vorwärts, 15 km rückwärts. Ah, gerade kriegt er die Kanone nach unten. Und dann haben wir 400 Meter Sichtweite. Großes Red Kit, das musst du schon ziehen. Großes Med Kit und Schokolade als Ration für die deutsche Crew. So. ST1. Bisschen zu weit hochgepiekt der Gegenseite. Schön gefressen und da geht er raus. 4:8. Wir gucken mal Mission. Was er da an Missionen hat, bevor hier was aufgeht. Aber erst gucken wir erstmal den Schuss ab. Jawoll. Centurion 5-1 penetriert und rausgenommen. Erster Kill. Natürlich kriegt er da vom Leopard PTA. Tja, einige Schmörgel. Dafür geht der Leopard raus.
Wer hat sich denn den gegönnt? Meine Güte, was für ein fetter Hit auf den Leopard PTA. So, Super Hellcat beginnt auch Selbstmord der Gegenseite, ist in unsere TDs reingefahren. 7 zu 8, nur noch ein Panzer zurück. So, gegnerische Ebene 70, ja. Der Schuss ist leider abgeprallt am Turm. So, 7 zu 9, 8 zu 9. Das geht ja hier auch wieder gut los. Wir gucken nochmal schnell die Munition, die Dings, Allesfresser. Schwerer Panzer 13, also Mission, ne? Allesfresser in Richtung T55A. Heute habe ich es wieder mit meinen Versprechern. Manchmal ist das so. So, Aufklärungsunterstützungsschaden 2569. Scorpion G. Jawohl, schöne Breitseite rein. 467. Und ist der Scorpion G raus? Der ist rausgegangen sogar. 9 zu 10. So, jetzt heißt es hier ein bisschen abwarten. Also Hälfte der Hitpoints hat er eingebüßt. Aber wollte ja auch ein bisschen was austeilen. Hälfte der Mission, also beziehungsweise der ersten Teil, hat er schon mal erfüllt. So, Tiger 1. Jawoll. Und kommt da noch ein zweiter Schuss drauf. Das gibt Frischluft in der Kabine, wa? Und blind, tschüss. Jawoll, da nimmt er blind den Tiger 1 heraus. Dritter Kill. 11 zu 11 ausgeglichen. So, wir sind bei der Hälfte der... Ja, jetzt fragt er um Hilfe. Wie gesagt, wir sind bei der Hälfte... Bei der Hälfte der Distanz der, des Gefechts. So, Super Hecke. Ja, schöner Hit drauf. So, jetzt sind so ein Panzer voraus, 12 zu 11, 2966 Damage, 230 geblockt, 2783 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ja, der Geminator da. Würde ich mal sagen, ne, keine Arti hier und dann rausgehen mit so einem Panzer. Naja, ich weiß ja nicht, da hat er ein bisschen geschlafen und zu weit rausgefahren, ne? Bei der Emil 2, wenn man da, der hat so einen harten Turm und kriegt die Kanone 12 Grad nach unten. So, vierter Kill. ISO 152K. Ja, ist ja die Premium. Achter Jagdpanzer der russischen Fraktion, die jetzt in der Weihnachtskiste auch war, bloß nicht bei mir. So, 13 zu 11 steht es. Ja, wie wir oben sehen, hat er die Mission erfüllt. Na, an Kills und Damage. Jetzt muss er bloß noch überleben. Objekt 704 und IS-3 noch der Gegenseite. Ja, vom Objekt 704 muss er nicht um den eine fressen, der hier 700 Damage macht, das glaube ich, das Teil, ne? Ich weiß es nicht ganz genau, ob das der 10er oder der 9er so viel Damage macht. Da ist das Objekt 704. Interessant. Nicht rückwärts fahren. Schnell umdrehen und dann, oh, das war eine Chance, war das.
Hoffentlich kommt die nochmal wieder, die Chance. Oh, IS-3 auch in der Ecke. Ja, muss ja auch. Der Scorpion G ist ja auch schon hier am gegnerischen Cap. Oh, da ist das Objekt 704. Schön die Seite. 502, jawohl. Das war herrlich, war? Das war lecker. Da gibt es gleich noch ein schönes Granitchen hinterher zur Verdauung. IS-3 und raus damit. Jawohl. Fünfter Kill. IS-3 in die Garage geschickt. Und jetzt pusht er auf das Objekt 704. Nein, noch nicht. Und da nimmt der Scorpion G oder wer nimmt hier den raus? Und klaut den Kill. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, und dann sehen wir uns in den Stats. So, dann sind wir bei den Stats. Ja. Er schreibt selber nur leider erste Klasse 8K kombiniert. Und das war wirklich frech vom Scorpion G. Also das war wirklich frech. Ne? Hat nicht drauf geachtet. Also ich hätte auf jeden Fall drauf gewartet, dass der E75 da ranfährt und sich den Krieger abholt. Ne? Also das musste nicht sein. Ne? Da ihm den Krieger zu verwehren, keine schöne Sache. Ja, aber egal. Auch wenn es erster Klasse ist, war ein schönes Gefecht. Ne? Auch wenn sein Zugpartner da nicht so pralle war. Aber wir kommen jetzt mal zur Auswertung langsam. Dann haben wir Speer und das immerhin mit einem E75. Ne? Und dann haben wir hier Kämpfer, Wirkungsfeuer, 73.289 Credits, XP kommen wir später, Großkaliber. Dann gehen wir in Teamscore. 4530 Damage, 5 Kills, 1295 Basis-XP. Und dann schauen wir mal hier der Geminator. Tja, nun wissen wir auch, warum er gleich rausgegangen ist. Das zähle ich gar nicht erst auf. Das kann man sich ja gar nicht mehr angucken. Ich glaube, den lasse ich gleich in der Videobeschreibung weg. Ja, DT Report, 15 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 11 Mal durchschlagen, 3273 Damage über 300 Meter, 230 geblockt, Unterstützungsschaden 3228. Wie gesagt, macht einen kombinierten Schaden von 7758. Ja gut, er hat das ein bisschen aufgerundet. Ist auch in Ordnung. Ja, Distanz 2,2 Kilometer ungefähr. Und dann 48.859 Credits. Abzüglich Repair, Munition und hier Kit. Und irgendwas ein halbes Kit. Ich glaube, da war eine Aktion oder so. Kann das sein? Ja. Und das macht ein Minus von 16.735. Und das Ganze waren 11 Minuten fast. Und dann die Basis-XP plus Missionsbonus 3.886 XP. Macht 5.829 XP und 98 freie Erfahrung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es nur erste Klasse war. Ganz toll gemacht. Ja, schade, dass der Krieger verwehrt wurde. So, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.